Um. Alter, sie wird wieder gestartet. Vielleicht bin ich heute ein bisschen länger in sie drin als in den letzten Tagen. Mal schauen. Was? Glaubst du, haben die nur Länger? den Runner gegeben, damit du das Game nicht quittest? Ja, ich glaube, das ist das, was mich auch noch so drin gehalten hat. So, ohne Stunner weiß ich nicht, ob ich es noch gerne gespielt habe. Wobei, Ambi habe ich schon gern gemacht. Aber Ambi ist Schon einfach so, so viel schlechter. weil als ich Starrel quitten wollte, habe ich zwei Blades in einem Tenpool bekommen. Wow. Early. Ach, deshalb bist du so ein Blade-Simp. Ja, ich habe ihn C1. Ja, ich habe ihn C1 bekommen early und das ist der einzige E1, Grund, warum ich please. Actually, it's either Ja, warte, schick mal. one. So, Was? Was? ich Was? spiele ihn wirklich Das. eigentlich nur, Habe ich weil das ich gerade halt richtig damals. gehört? Was? Hast gerade What the Sigma gesagt? Ja. Oh no. Oh Sorry, nein. Mommeli. Was wolltest du sagen? Ich muss gerade einfach Ja, lachen. halt einfach so, das ist der Grund, warum ich ihn tatsächlich spiele. Also, ja dann. Ist ein bisschen wahrscheinlich so wie bei mir die Grace-Situation. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde ihn aber auch trotzdem so, ich finde seine Animations trotzdem auf jeden Fall cool. Aber so, ich finde andere Five Stars cooler. Aber, also es gibt Five Stars, die ich trotzdem lieber mag, aber die habe ich halt nicht, die Ja, One, und der. ihn schon. Also, was kann ich dran ändern? Nicht Wir sehr viel. beenden Hast gleich du noch die eine Kategorie. Demos gespielt? Ich kann noch die Demos spielen für ein paar extra Oh, Rewards. ich bin Dennis. Early Forster. Let's go. Aber auf meinem Main. Wow. Oh nein. Oh. Und das stinkt Rainslasher. nicht. Man sieht's. Oh, Ey, geil. Rainslasher willst du R5 haben für Dings. ja, und ich Farming. hab's jetzt R6 oder R7. Ah nein, perfekt. Ich habe jetzt ein R5 und noch ein R1 einfach. Extra. Das ist ja nice. Ja, okay, dann weiß ich nicht, ob das eine R1 noch was bringt. Wenn du es noch nicht R5 bringt, Ja, nichts. ich meine, es ist ganz nice, noch eine zu haben, dann habe ich die zwei. Ja, aber für wen? Ja, keine Ahnung, aber ich meine, dann hat man einfach zwei, so. Man weiß ja nie. Ja, okay. Ich meine, wenn es dich glücklich macht, dann ist es schön. Und ich bekomme zwei Starglitter, aber ich hätte dann lieber doch eine Xiangling nochmal gehabt, weil dann hätte ich dann noch fünf Starglitter bekommen. True. Ich meine, in dem Team, was du gerade spielst, würde sich Jayne doch schon gut machen. Was? Ja, in dem Team, was du gerade spielst, stell dir einfach Jayne Doe vor wie eine Buffed Corrin. Nicht vom Kit her, aber von der. Also, so. Es wird sich ähnlich spielen. Oh, dann weiß ich nicht, ob ich so sehr feiere, weil ich mag Corrin jetzt nicht so sehr vom Gameplay. Jungs, nächste Kategorie. Nein, Nein, nicht das Gameplay. Ich meine einfach, Bing. dass halt Main DPS benutzt Corrin Achso. als Main DPS, Ja. oder? Ja, natürlich. Und ich meine, Jayne Doe nimmt dann einfach den Spot als Main DPS ein. Ich meine. So, das war's, da, so meine ich es, aber ich meine, das Team funktioniert ja so. Und dann Ja. funktioniert es mit Mein. Joe bestimmt auch, weißt Wenn das weiß ich zumindest auch, dass du einen Buffer hast oder einen Stunner, einen Buffer und einen DPS. du? Naja, so im Moment ja, aber wer weiß. Oh. Aber actually ist sie gar kein, sie ist kein Normally-Character und kein Damage-Dealer. Aber sie ist trotzdem meine DPS. Autsch. Wow, war das schlecht gespielt. Ja. Yeah. Ich brauche mehr Free Pulse im Genshin Impact. Ja, ich auch. Oh, warte, ich muss doch auf meinem zweiten Account weiterspielen. Ich sehe gerade, auf AR18 schaltet man schon das Sommer-Event frei. Let's go. Das Ich hab's immer ist noch ja nicht zu Ende mega. gespielt. Plus 1400 Primus, wenn du es komplett Oh, durchspielst. ich habe den zweiten Account vor ein paar Tagen angefangen. Was willst du? Challenge Results. Document Result. Jo, 3000 Kanalpunkte, let's Ey go. Leute, ich bin müde. Ich weiß, es interessiert euch nicht, aber. Bruder ist nicht müde. Nächste Kategorie fertig.
Romero. Part 2. Deine Aussage zu Billy ist ein guter DPS. Falsch. Schade. Ich meine. Einfach falsch. Stell ihn dir ein bisschen vor wie Amber. Guter DPS. Amber, guter DPS. Ja. Einfach. Jetzt habe ich es gehört. Stell ihn dir vor wie Amber. Einfach. Er kann nicht dir in Exploration etwas bringen. Weil es keine Fackeln gibt, die du anzündest. Warte, ist. Er ist basically physical Amber. Das klingt doch schön. Aber ich muss sagen, dafür macht das Spaß. Aber in the Quest Menu. Was meint damit? Was meint ihr damit, Digga? Momili, kannst du mir helfen? Mit was? Mit einer Quest in Genshin. Ja, was soll ich tun? Mir wird gesagt, wenn ich V drücke, Open Quest Menu to view details. Und wenn ich aber die jetzt mir angucke, dann steht da einfach nur, findet nichts. Ja, du musst das andere machen. Search for the Lost Monument Fragments. Achso, okay. Das war. Ja, aber das sagt dir nicht, wo die sind. Ich hab das letztens gemacht. Das war so schwer. Was? Ich hab schon zwei und ich hab keine Ahnung, ja, was ich gemeint habe. Ja, ich will die Wüste machen. Weil ich ja so ein Wüstenexperte bin. Viel Spaß. Ist das nicht. Kein Problem, dass ich dir da helfe. Also, du musst einfach suchen. Lost Monument Fragments with Sodos Help. Aber geh mal auf so ein. Geh mal, öffne mal die Karte. Links auf diesem Berg. Der hier? Oder. Du siehst meine Maus, ne? Nein. Ah. Oh. Meinst du hier? Der Berg? Ja, irgendwie so in der Area irgendwo oder. Also schon so in dem Umkreis, aber es könnte auch sein, dass es auf dem gegenüberliegenden Berg ist oder so. Irgendwo hat so ein Steintafel und auf der siehst du so Hinweise. Wo oh, ich weiß, welchen du meinst. Ich erinnere mich. Und die Lost Fragments kannst du aber nur einsammeln, wenn du in diesem Pari-Viech bist und gerade fliegst. Sonst kannst du die Fragments gar nicht sehen. Oh, ich glaube, ich glaube, ja, eins also war Fragments auf der Spitze von dem hier. Ja, ja, genau. Aber was du musst dir vorstellen, die Fragments, die siehst du nicht. Du musst in diesen komischen Flugmodus gehen. Deshalb ist es so ätzend. Oh, weil die sind, einer ist bei dem großen Baum. Es hat noch so einen anderen großen Baum. Da ist einer. Also warte, soll ich es dir sagen? Ja. Oder willst du selber? Nee, scheiß drauf. Was ist das, was ich gerade spiele für ein Game? Ach, das ist Miesbild. Das ist Event, ey, oder? Cringe, nein, du musst dir den höchsten Rank holen. Überall. Hol dir bitte überall, Gold. Das ist den besten Rank. Bro, okay. Select. What the fuck? Warum schaffst du es nicht? Was? Du musst alles noch perfekt haben. Für den besten Rank. Schade. A-Rating, schade. Cringe. Ja, was kriegst du für Rewards dann? Nee. Das Gefühl, besser zu sein als die anderen. Juhu. No way, du kommst da hoch. Cringe, es war schon mit deinem guten Rang. Du hast schon ein Gut gehabt. Es reicht nicht. Nein, ja, schade. Perfect haben. Ich hab dort, ich meine das ernst, ich hab nur einmal verkackt beim ganzen Event. Aber ich kann nicht alles auf Perfect gehabt. Warum machst du das nicht? Ach so, man macht, man kann es auch. Ich hab's die ganze Zeit mit dem Daumen gemacht, mit dem linken. Stark. Oh. Mit dem linken Daumen. Ja, ich dachte, man muss es mit der Taste machen. Ich glaube ja, nicht, dass. Ich glaube, das ist nur eine schlechte Ausrede und ich werde es immer noch nicht perfekt hinbekommen, aber. You know, Ausrede, doch, jetzt gerade noch. Ja, aber das war auch jetzt ein einfaches Level, ne?
Bro, what the fuck is this? Bro, die können richtig fies sein später. Aber eigentlich nicht, ich fand die nicht so schwer. Ah, hier die Steintafel, ne? Digga, schweb einfach. Juhu. So, du wolltest mir sagen, wo die sind? Mummeli? Ja, also ich weiß halt nicht, welche du schon hast. Also ich hab die hier oben. Die hier. Die da war, glaube ich. Oder auf einem dieser Spitzen. Also einer ist noch bei diesem verrotteten Baum oder vertrockneten Baum. Der hier? Im Inneren vom Stamm. Im Inneren. Meinst du der hier? Der rechts? Nein, das ist der normale, der hilft auf Ding. Finding Hollow, nein. Oder? Hilft auf Barsum oder wie das heißt. So, hier. Den Baum. Ja, genau. Da drinnen. Musst du rein und dann den Pudgy. Oder wie heißt der? Wie heißt der? Digga, egal, dieser Dreckshund, in dem du fliegst halt. Ach so. Dieses Drecksviech, was richtig hässlich ist. Soros. Heißt das so? Da steht links in der Quest. Soros heißt das Viech. Ja, das juckt mich halt irgendwie nicht der Name, also deshalb wusste ich es nicht. Jetzt nicht, das juckt mich nicht, dass es mir gesagt hat. Du hast Pari-Viech bezeichnet, ich hab den Begriff Pari vergessen. Meinst du hier oder oben? Warte, ja nein, nicht, das ist irgendwie aus Overwatch. Pari. Und deshalb habe ich es so genannt, weil in Overwatch gibt es etwas, das heißt Pari. Weißt du? Oder heißt der actually so? Ich weiß es nicht. Wie heißen Pari, die Viecher? Aha. Echt jetzt? Digga, okay, ja, dann habe ich mich tatsächlich nicht, dann habe ich es tatsächlich nicht von Overwatch, dann hatte ich sogar noch im Gedächtnis. What? Der, was ist das? Die sind ja unterschiedlich schnell. Scam. Okay. Aua. Ups. Ich glaube, den habe ich schon in dem Baum. What the fuck? Ich finde keinen. Bild, jetzt geht's ab nach Leo. Mummeli. Ja, was ist das denn? Ich glaube, den habe ich. Geh nochmal zum. In den Baum musst du. Im Baum. Also hier. Ah, er meint. Das erscheint ja ich nur dann. Ja. Eis. Okay. Wo noch? Das ist eine gute Frage. Nee, das ist einfach nur immer das ist immer das gleiche Intervall, mit dem sie tippen. Ich glaube, ich müsste den Sound einfach höher machen. Ich habe ein Bild ich habe ein Video von meinem Freund bekommen. Okay. Letztes Sekunden-Video. Stimmt von der Arbeit. Ja, Digga, ich hatte eins gemisst. Fuck you. Ich muss euch eins was zeigen. Legit, das Game ist am Trollen. Eiskalt hier. Was höre ich hier? Schokolade. Und? Guck mal, was? Jungs. Das kommt sehr, sehr böse. Und eins muss ich noch was sagen. Ich bin heute 15 Uhr statt 16 Uhr nach Hause gegangen, um Bescheid zu sagen von der Baustelle. Nice, Jingling. Oh, ist gleich zum schwersten. Arbeitszeit läuft. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich werde bis jetzt zum ersten Schleppen. Das schaffst du, das war nicht so schwer. Es ist legit immer das gleiche Intervall. Ich weiß, aber ich meine,
Ja, ist es ja auch, weil es halt einfach im... Also weißt du, es ist ja immer im... Nein, man kann es trotzdem abändern. Kannst es trotzdem auch einen anderen Schlag machen. Ja, aber ich meine, das geht halt... Oh mein Gott, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Ja, ja, aber ich finde es halt trotzdem... Also, dadurch, dass sie halt... Ah, fuck you. Warte, doch, jetzt hat es aber geändert. Ja, es kann sogar sein. Also, das ist nicht dasselbe Intervall. Sorry, aber schau mal, wie langsam die jetzt sind. Ja. Merkst du's? Ja. Also. Davor waren aber legit alle im gleichen Intervall. Ja, vielleicht. Ach, das wird, glaube ich, auch erst in einem späteren. In einer. Irgendwie in Stage 3 eingeführt, dass die das ändern können. Ja. Sagst du, Sidequests lohnen sich für Adventure Rank? Ja. Ja. Digga, fuck you. Wie war das nicht drauf? Was bringt es hier, ein Perfect zu bekommen? Also einen, was weiß ich, blauen S-Rang. Ah, wait. Du hast ihn halt. Okay, es ist actually... What the fuck? Ja, schade. Nein, halt nicht, Bro. Dann mach ich halt erst die anderen. Man merkt, dass du müde bist. Ja, bin ich auch. Und krank eigentlich auch. Ich hab Gelenkschmerzen. Mein Beileid. Bei mir ist bei dem Wetter kalt, by the way. Ja, mir ist aber auch kalt, aber nur am Morgen, weil ich halt so nicht... Digga, ich fühle mich aber jeden Morgen so dreckig, ich hasse das. Wenn man von den Ferien noch gewohnt ist, dass man lange schlafen kann. Ja. Juhu. Chilling, magst du eigentlich dieses komische Restaurant Liu da? Dieses Wangshu-Ding? Ja. Ich hasse das. Warum? Weil ich eine schlechte Erfahrung damit hatte. Ja, warum beschleunigt sich das Blau so schnell? Ach, das ist das Blaue, das die anderen beschleunigt, oder? Das Blau ist das, was sich selbst beschleunigt. Mhm. Und dann am Anfang langsamer ist. Ja. Nicht nur das, aber normal beschleunigt er sich nicht so schnell, aber das ist ja insane, wie schnell der sich gerade eben beschleunigt hat. Ja. Pass auf, jetzt kommt ein richtig heftiger Flex. Ich hab das First Try geschafft. Schön für dich. Ich weiß. Das bringt mir nichts. Digga, wer schaut irgendwie TikTok oder so? Fersen. Ja, sonst kann's sein. Wow. Ja, diese zwei Good Ratings sind auch geistig. Ich finde aber, das Spiel ist noch recht großzügig mit dem, ab wann es nur noch gut ist. Actually ist es so 0,2 Sekunden, nicht mal, es ist weniger. Ich weiß nicht, ob ich ja, das jetzt so großzügig ich weiß, bezeichnen du, würde. Ich finde jetzt manchmal, es liegt nicht genau auf der Linie und ich bekomme trotzdem noch einen. Ja, es ist auch nicht genau auf der Linie, es muss die Linie berühren, aber es ist trotzdem, vor allem bei den Blauen, es ist so ein Bereich von 0,1 Sekunden oder weniger. In etwa. What? Digga, warum werden die Grünen auf einmal so random arschschnell? Ja, Digga, dann können sie mich auch am Arsch lecken. Es hat ja auch einen Restart-Button. Ja. Digga, ein Arsch.
Ich finde das Event noch witzig. Bro, solche Hurensöhne. Was sagst du zu dem Event? Das ist doch ganz witzig. Ich hasse die Roten. Ich nicht. Die spawnen aus dem Nix dann heraus, solche Hurensöhne. Ich sag, diese Version mit Genshin anzufangen ist eine der besten Zeiten seit langem. Weil Netland halt kurz vorm Release ist. Und das Event sehr viele Pulls gegeben hat. Und man einen Tempel von Nivellet noch bekommen hat. Und Yelane Banner ist. Und Nilu. Ich sag, ein Patch früher wäre besser. Wieso? Ja, weil sonst kannst du ja nichts garantieren. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber ich meine schon mal, wenn du jetzt keine Guaranteed Yelan hast, dann hast du den nächsten Patch über einen Kasur. Ja, trotzdem willst du lieber einen Patch früher angefangen haben. Ja, wegen Sparen. Aber ich rede jetzt einfach so von direkt schon, dass du, sobald da bist, schon Value hast. Ja, ich trotzdem meine, lieber trotzdem eine Version früher. Wenn du eine Version hast mit richtig guten Banners, dann willst du eine Version früher da gewesen sein. Okay, das macht Sinn. Ja, aber ich sag, die Banner, diese Version, waren nicht so gut. Ich sag, sie waren ganz gut, aber sie waren nicht komplett cracked. Ja, das sind sie dann nächsten Banner auch nicht. Ja, sind sie auch nicht. Wobei, ja, nein, sind die nicht. Okay, was willst du jetzt dann sagen? Ist es jetzt dann also eine gute oder eine schlechte Version? Eine gute Version, weil wir viele Pulls auch bekommen und in der nichts mehr, sondern auch. Ja, wir bekommen wirklich viele Pulls. Aber auch gut. Machen sie bestimmt nur, weil ich beim Player-Feedback immer angekreuzt habe, dass es zu wenig Rewards gibt, oder? Hast du das auch gemacht, Chingling? Sei ehrlich. Oh mein Gott, fucking hell. Nein, habe ich nicht. Ich meine, es gibt nicht mal die Option zu wenig Rewards, es sei denn, du schreibst es selbst rein. Hä, doch. Es gibt einen, es dauert zu lange, die Rewards zu holen. Es gibt aber keinen, es gibt zu wenig. Ich habe aber schon mal eines, ich finde die den Wert der Belohnung oder so angemessen. Das hatte ich schon mal. Nein, es geht darum, um die Zeit, die du brauchst, um die Belohnung zu holen, die du haben willst. Das hat doch welche, aber sagen. Okay, zeig. Wirklich. Ja, dann ich schau, ob es eine Umfrage hat. Hast du diese Umfrage schon gemacht? Ich mache jede Umfrage immer. Ja, dann. Deshalb weiß ich auch, was die Antwortmöglichkeiten sind. Du kannst nur selbst sagen, ich bin nicht zufrieden mit den Belohnungen. Soll ich sagen, satisfied, somewhat satisfied, unsatisfied? Geht das nicht bei den Rewards? Ich glaube, es geht um die Zeit, die du benötigst, um an die Belohnung zu kommen, die du haben willst. Ja, aber das. Ja, die Frage gibt es auch, aber ich glaube, es fragt dich beides. Aber selbst wenn sie dich beides fragen, sie achten eh nicht drauf, so. Ich meine, weißt du, was ich meine? Ja. Als ob die das juckt, wenn die Player sagen, dass sie unsatisfied mit den Rewards sind. Wir quitten ja trotzdem nicht. Ja, manche schon. Nee, aber gar nicht mal so viele. Ja. In anderen Games quitten die Leute schneller. Das ist der Vorteil an so
Gacha Games, die so sehr Live-Service-mäßig sind. So, man quittet eigentlich nicht. Oh, fuck off. Diesmal konnte ich nur Yelan für Exploration haben. Ist doch valid, oder? Ich glaube, ich schmeiß Fersen gleich raus aus dem Call. Fersen, wenn du noch da bist, mute dich oder sowas. Das stört actually. Okay, ist raus. Ja, wie meinst du? Also, warum war er noch drin und hat TikTok geschaut? Ich weiß es nicht. Ich hasse TikTok. Ich hab's nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Sakobi ist live gegangen. War schon ein bisschen her, als du vom Teufel gesprochen hast. Ja. Ui. Ich meine, ist trotzdem jetzt ein Zufall, wenn man so sich die Zeitspanne anschaut, die ja nicht da war, weißt du? Er hat schon noch recht häufig gestreamt. Hat er? Ich glaube, vorgestern war er erst live. Und dann joint er einfach nicht Call. Ja und? Ja, nein, es war einfach eine Aussage. Ja, der joint nicht so häufig Call, wenn er streamt. Ja, nein, es war einfach halt wie so eine Feststellung. Ich habe mir so gedacht, ah ja, okay, dann ist er einfach nie den Call gejoint. Okay, das macht mehr Sinn. So, ja. Ja, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock auf dieses Event, das ist mir zu nervig. Ja, ich würde halt einfach alles einmal spielen, damit du die Rewards bekommst. Wo sieht man überhaupt die Rewards, die Hurensöhne? Unten links. Aufs Event, okay. Und dann unten links. At least, wow. Oh mein Gott, das ist dumm. Da hätte ich niemals, wow. Du hattest mich dazu gegaslightet, dass ich alles machen muss. Ich hab dir eben gesagt, es ist einfach nur fürs Feeling. Fick dich, du hast gesagt, ich brauche S-Rank auf jedem mindestens. Damit du cool bist. Jetzt bist du cool, Chingeling. Oh yeah. Digga, warum laggt das Game so hart bei mir? Was ist das? Task Manager verbraucht 25 CPU. Das ist auch ein Witz, den können sie mir nicht erzählen. Microsoft Moment oder was? Nein, Task Manager, das wo du nachschauen kannst, was wie viel verbraucht. Und das, was mir anzeigt, wie. Oh mein Gott, drei Knochen. Fuck you. Weißt du, bei Frosch, diese Microsoft blablabla Kacke. Shark-Tailed Girl, Digga, ich glaube, ich habe Ellen Joe gefunden. Ja, das ist sie. Fuck, und die ist weg. Du musst sie erst pullen, damit du mit ihr reden kannst. Ah ja, surely war das auch die. Das war sie. Chingling. Okay. Die laufen da wirklich, ja, die laufen da rum, die Charakter. Und dann sind so die, also ich bin mir sehr sicher, dass es sie war. Ja, es sah sogar ziemlich ähnlich aus. Ja, das war sie auch, wenn sie hatte auch diese gefärbten Haare, Teile bei dem Haar.
Try one coffee complete, what the fuck. Okay, was brauche ich zu leveln? Senior Proxy, was zum Fick ist Senior Proxy? Wo zum Fick ist Senior Proxy? Was ist das überhaupt? Holy shit! Ich habe gerade einen Shrine of Depth geöffnet. Es hat mir 7% Exploration gegeben. In welcher Region denn? Ah, what's that? Ja, das macht Sinn. So, Monster hat aber auch einfach keine Chests. Ja, und die Chests, die es hat, geben dir 2 Primos. Geil. Ja. Monster ist so eine tolle Region. Nein, der Monster ist so ass. Ich frage mich, wenn sie... Nein, das machen sie nicht, aber es kommt ja auch noch ein anderer Teil vom Monster, oder? Vielleicht. Digga, was soll ich fahren? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen, weil... Keine Ahnung, was willst du machen? Monster, das ist so langweilig. Oder was hältst du von Monster? So, es ist halt schon wirklich langweilig eigentlich. Adventuring 18 brauche ich. Ja, mach halt Quests so. Ja. Sag, wann ja, kommt Jane Doe Banner? Kannst du das nachher mehr mal sagen? Was? Bist du gerade denn Sisi? Kannst du mir gleich einmal sagen, wann Sisi Banner kommt? Ja, kann ich gleich. Ich hab gerade gesagt, Sisi Banner kommt. Wann Jane Doe Banner kommt? Ja. Weil ich würde gern wissen, wann die Forsters revealed werden. Die A-Ranks, meine ich. Weil... Ich hoffe, es ist nicht Piper, sondern Lucy, aber wahrscheinlich ist es Piper auf dem Banner. Das würde am meisten Sinn machen. Yo, come on,
der Section-Joke, was Chingy machen kann. Ja, vor allem sie ist doch mega. Kannst sie halt in sehr vielen Teams spielen. Also sie ist nicht so gebunden an diese Polizistin. Ja, 13 Tage, noch 2 Wochen. Für den Banner. Perfekt. Warte, welchen. Hast du schon die letzte Reward abgeholt? Diesen letzten Tenpool durch das Leveln von deiner Proxy-Stufe? Ich glaube nicht. Wo ist der letzte Tenpool? Nein, die sind nicht da drin. Die sind bei den Events. F1, ja. Keine Ahnung, vielleicht gibt's das Event gar nicht mehr. Na doch. 30. Nee, hab ich nicht. Schau mal. Kommst du ein Unburner Tenpool für Jane Doe? Juhu. Hast du nicht gemacht, die Free Soul-Karte? Nein. Mein Bein hat etwas Anton. Ja, hast du den etwa nicht? Ich hab ihn auf C6. Was? Was gibt's denn noch? Das müsste man, Alter. Main Story Chapter 3. Oh mein Gott. Was ist das? Andere Chapter 2? Ja, hab ich halt nicht. Trial through number 5, was zum Fix Trial number 5? Das ist mir zu viel Scheiße, das hier ist, ich weiß gar nicht, was das alles soll. Events, die dir gute Rewards geben. Was ist das hier? Bounty Commission. Ja, da bekommst du einen Stand-Up-Banner-Pull jede Woche. No Operation on Edge or Higher Difficulty. Was zum Fick ist Edge or Higher Difficulty? Das weiß ich nicht. Digga, diese Quest Wall mit Lisa einkaufen geht, ist so langweilig. Hier killen.
Within 2 minutes, oh no. Juhu. Oh, Ellie Forster. Oh, Xiangling. Das ist ein nicer Ellie Forster. Ja. Wie kriegst du denn nur Earlys? What the fuck? Was? Ja, ich weiß. Jetzt auf dem zweiten Account, was das ist actually nur eine 30-35% Chance, dass man Early Forster bekommt, ne? 35 ist sehr hoch. Nein, es ist nicht, das weißt du ganz genau so. Es ist eine 60% Chance, über 60% Chance, dass du erst auf Pity den Forster bekommst. Da bin ich ja sehr lucky. Ja, vor allem, wenn du die ganze Zeit Early Forster bekommst. Ja, also ich glaube wirklich, ich bekomme in letzter Zeit nur Early Forsters. Ja eben, das ist jedes Mal sozusagen eine ein Drittel Chance gewonnen, wenn du so 10-mal hintereinander einen Early Forster bekommst, Bro. Das ist irgendwie so eine 1 in was weiß ich was. Ja, halt ein 1/9 hoch 5. Sehr, sehr unwahrscheinlich. So eine 1 in 10.000 Best-Case-Chance. Hat leider lange kein Ding mehr gezogen. 5-Star so. Ich meine, ich hab zwar nur so 15 Pity oder so, aber das ist natürlich trotzdem schon viel, verstehst du? Für mich ist das schon Hard Pity. Ich hab dir um ehrlich gesagt nicht zugehört, also verstehe ich nicht mehr. Ja, ich hab gesagt. Ich habe gesagt, dass ich schon bei Hard Kitty basically bin mit 15. Sorry. Soll ich auf einen Tenpool sparen? Den dann machen und dann ein 5-Star ziehen. Mach halt. Ich ziehe aber keinen 5-Star, aber ich ziehe hier einen 4-Star zu 100%. Das ist nice. Oder bitte keine Xiangling. Wobei, wenn ich gegen Link kommen wäre nice, dann hätte ich sie bald zuvor. Ich meine, eine bekommt man ja noch gratis. Dicht in der Biss. Und schaltet man in der Biss rein. 20, glaube ich. Ja, ich glaube 20 oder? Auch, ja. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut, es ist 20. Ja, dann. Dein Stand-up einer Pity ist ziemlich hoch, habe ich gesehen in CCC. Nein. Was? Nein. Ich habe erst vor kurzem den 5-Star bekommen. Ich bin auf 100, aber ich hatte vor kurzem den 5-Star. Du bist auf 60, Jingling. Wait, wo steht das? Woher willst du es wissen? Weil du vorhin das Banner geöffnet hattest und ich es gesehen habe. Fuck. Da stand noch 34 Puls. Ach stimmt, auf 50 hat man den Forster, den Guaranteed Forster bekommen. Also dein Stand-up Banner PD ist sehr hoch. Nicht so hoch. Es geht. Also. Oh, was war das gerade für ein Voice Crack? Holy shit. Es geht jetzt schon sehr hoch. Ich meine.
Das Beste, was du natürlich ziehen könntest, dann wäre eine Weapon, hätte ich gesagt. What the fuck? New patch is available, also. Please return. What? Hä? Geil, Bro. Was zum Bitte? Fick ist das? Das ist wahrscheinlich so ein Hotfix oder sowas. Oh, imagine jetzt so ein neues Gebiet. Spaß. Ja, Digga, es ist einfach nur ein Hotfix, den sie jetzt implementiert haben um fucking 16.25 Uhr, Digga. Was für eine Uhrzeit haben sie sich dafür ausgesucht? Imagine, du wärst gerade bei so einem Abyss-Run gewesen, bei diesem Abyss, der so 30 Minuten geht. Boah, ich schwör, so manche Leute safe haben das so gehabt. Ja, ja, zu 100%. Ich meine, das spielt wahrscheinlich viele im Moment, diesen Modus. Stell dir vor, und dann kommt diese Message und dann. Und dann ja, musst absoluter Huren, so ein Move. Ja. Ich meine, ich finde, sie sollten das irgendwie so machen, dass das. Dass du erst rausgekickt wirst nach einem Loading Screen oder so, keine Ahnung. Aber nicht während dem Gameplay. Mhm. Oh ne, du kannst einfach weitermachen. Ach, kannst du. Mhm. Wobei, mal schauen. Ne, die wollen, dass du von vorne anfängst. Never mind. Fuck you. Das ist schon ein wenig scam. Was, wie weit warst du? What the fuck? Was ist? Nix. Hä? Wie hab ich das? Okay. Bro, wie ist der nicht stunned? Digga, das ist auch so gelogen. No, no, no. Oh nein. Oh ja. Das ist ja nur ein Schlafmoment. Digga, es ist 16. Ja, und? Kannst du auch trotzdem gut geschlafen haben. Ja, ich habe. Nein, Digga. Das Ding hat mich gestohlen. What the fuck? Ja, Tomato klingt so anders, wenn er über sein Handy redet. Besser oder schlechter? Findest du auch schon? Ja. Er klingt schon sehr anders. Aber ich muss sagen, um einiges schlechter. So, von ja, der Qualität. Ja. Das ein Jahr alte Handy hat halt nicht so ein tolles Mikro wie das 10 Jahre alte Headset. Ist doch logisch. Ja, ist doch. Ja. Ich glaube nicht. Was ist das bitte schön für ein Handy? Ich habe eine A54 5G oder so. Ein was? Ja. Ein Samsung A54 5G. Ich hab... Ja, es kann doch nicht sein, dass das so ass ist. Ich hab das... Ich hab, also, bei mir, ich würde mal brauchen, die Audioqualität bei mir klingt nicht so, oder, Jamie? Wir wissen halt nicht, wie du mit dem Headset klingst, weil du nur über dein Handy redest. Nein, aber die Qualität ist einfach schlecht von der Audio. Ja, ich bin auch, keine Ahnung, wie viel, 1000 Kilometer weit weg. Vielleicht liegt es auch daran. Das kann auch. Ja, aber. Ja, aber keine Ahnung, die Qualität ist trotzdem sehr ass. Keine Ahnung. Ich meine, versuch mal eine Audio zu schicken. Ich meine, das würde wahrscheinlich
dann muss ich das wirklich beeinflussen, oder? Oder ich frag mal seine Kobi, ob ich jetzt anders denke als da, wo ich den Topstream gemacht habe. Oh, ich bin einfach anders, weil ich gerade aufgestanden bin. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, das kann sehr gut sein. Aber ich glaube, du klingst nicht. Du klingst halt auch einfach so. Ja, man klingt allgemein über 10 Jahre anders. Schlechtere Verarbeitung der Stimme. Ja, was sagt ihr zu meiner Handy-Mikro-Qualität? Ich kenne nichts anderes, das sage ich. Ja, es ist schlimm, oder? Es geht. Ja, aber mein Headset ist schlechter als mein Handy-Mikrofon. Schön. Deshalb weiß ich nicht. So, ich könnte es mal rausholen und dann mal anmachen, aber... Keine Ahnung, ist es wahrscheinlich schlechter. Oh ja, Xiangling ist so stark. Oh ja, du bist so stark, Xiangling. Tomat, wann bist du wieder da? 3 Wochen. In 3 Wochen, ja. Dann musst du mit Genshin anfangen. Nein, dann warte ich noch einen Monat, wenn ich vorher noch Praktikum mache. Ja, und dann? Dann vielleicht. Ja, und dann machst du noch wieder was. Tja, ich bin nicht arbeitslos und hab nichts zu tun. So ist es ja nicht. Ich bin nur faul. Und dann kannst du es ja auch schon während dem Praktikum anfangen. Das ist ja total der Cap, weil nach dem Praktikum wirst du genauso etwas zu tun haben. Ich meine, du hast nie wirklich frei. Ich meine. Ja, weil es ist so, du machst das Praktikum und danach hast du 2 Wochen. Also du machst das an einem Tag und dann hast du 2 Wochen Zeit, um die Auswertung zu schreiben. Und das möchte man im Idealfall nicht alles an 3 Tagen machen. So wie man das vielleicht sonst mit irgendwelchen Übungszetteln oder Hausaufgaben oder was macht. Und deswegen sage ich, ich mache wieder das Praktikum und dann schreiben wir in Ruhe zusammen die Auswertung. Weil zu dieser Zeit, wo wir die Auswertung haben, gehen auch die Vorlesungen weiter und dann muss man sich noch zu zweit treffen, zu einer Zeit, wo wir beide Zeit haben oder muss ich die entscheiden. Und weil ich einfach nur weiß, wie gut das laufen wird, mache ich das nur zuerst, bevor ich das anderen mache. Und richtig. Danach kommen noch 6 weitere Praktika, die ich machen muss. Und das ist dann... Coming soon, TM. Guck mal, Leute. Aber das bei Discord haben wir das so einsetzt an einem Bug. Das bei mir so der Mute-Button verschwindet. Du hast ja verstanden, warum ich 3 Monate gesagt habe. Ja. Ist auch egal. Weil es ändert sich daran, wenn es nicht verstanden hättest. Warum ist alle Achievements eigentlich da drüben alleine? Weil er die ganze Zeit seine TikToks angeschaut hat. Und er hat nicht reagiert und man hat gehört, dass er seine TikToks anschaut. Ein stiller Zuhörer, so wie ich meistens. Nein, er hat auch nicht geantwortet, obwohl sein Mikro an war. Weil man hat ja die ganze Zeit seine Scheißdings durchgehört. Deine TikToks, das interessiert mich halt ehrlich gesagt nicht so sehr. Wir haben übrigens keine Murmeltiere gesehen in Whistler, Momidi. Schade, oder?
Ja, ja. Oh, das kam so random, ne? Also Frosch meint sogar, dein Name ist Murmeltier auf Schweizerdeutsch. Wie kam das so hin? Keine Ahnung. Das ist doch logisch. Warum meinst du das noch? Frosch, ich dachte, das hätte ich auch schon mal gesagt. Der ist ja auch egal. Das passt dann doch. Wenn das Gebiet auch nach den Murmeltieren benannt wurde, das ist doch nicht random. Was gibt es noch Murmeltier? Ja, was siehst du jetzt da? Also der Name kommt, weil die Murmeltiere da so pfeifen. Ja, aber das ist nicht mein... Ja. Aber der Name kommt trotzdem von den Murmeltieren. Ja, okay. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Namen zu tun? Der Name ist doch Murmeltier auf Schweizerdeutsch, hä? Ja, aber... Ja. Wieso was ist denn aber? Passt doch alles zusammen, oder nicht? Ja, keine Ahnung, es ist ein bisschen random, dass du mir das halt geschrieben hast. Das ist ein bisschen Allgemeinwissen. Jetzt weißt du, dass du bist, ja, in British Columbia nach Murmeltieren benannt wurde. Das ist doch interessant. Mega. Oh. Oh Mann. Ich hasse es. Adventure Rank XP zu grinden. Okay, ich muss das restarten. Ich glaube, ich hätte das nicht. Ich hätte mir nicht so viel Zeit lassen sollen. Ich habe nur mit dem Stunner herumgespammt, gedacht, das reicht zeitlich, aber es reicht nicht. Ich bin so froh, dass Genshin Impact so viel besser ist als Wuthering Waves. Ja, ich hätte es einfach nicht gespielt, wäre es so schlecht wie Wuthering Waves. Du bist immer noch nicht Stufe 58, und du hast das Ding Speed zu grinden. Ich grinde, ich spiele Cyberpunk. Ach so. Kommt genug. 50 Adventure Rank XP pro 10 Resin, das ist so wenig. Ich gehe mal wieder zum Kopf. Jo. Wohin geht der? Zu Sack. Achso. Ich würde auch zu Sakobi gehen, aber er spielt nicht das Elden Ring DLC, deshalb komme ich nicht. Er spielt normales Elden Ring. Rich. Man spielt jetzt nur noch das DLC, verstehst du? Was? Du spielst noch das DLC? Nein, nein, Sakobi streamt Elden Ring, aber er spielt nicht das DLC. Schade. Ja, eben, dann schaue ich ihm auch nicht zu. Jetzt immer noch wirklich viel Schaden. Ich würde zu Sakobi gehen, Tomato, aber leider spielt der Elden Ring ohne das DLC. Ja, er hat ja kein Geld. Und du weißt, was du da zu tun hast, als verantwortungsvoller Schweizer. Ihn auslachen. Nein, Spaß. Ja, oder das geht auch. Weil das Option. Nein, ich hoffe, ich muss mein Geld saven. Das eine Game sieht so geil aus, holy shit. Jetzt habe ich schon so 4 Games auf der Liste, die in den nächsten 3-4 Monaten rauskommen. Oh nein. Wait, what? Es geht weiter.
Nein, nein, du hast es. Oder? Ja, gerade so. Ja, ich würde mal behaupten, es liegt an deinem Damage Dealer. Ja, die hat auch keine Artefakte. Ja, das ist Corrin. Weißt du? Ja. Boah, ich hab meinen gescheiten DPS, aber ich hab keinen DPS. Ja, wie zum Beispiel Jane Doe. Surely. Ja? Jane Doe ist ein gescheiter DPS. Oh mein Gott. Wir sind 2 Minuten. Sehr gescheit. Kann ich mir sonst noch wo reinschieben? 2 Minuten, ich glaub's auch. Du wirst Jane Doe Enjoyer werden. Surely. Vertrau mir. Ja? Du musst mir da einfach vertrauen, Jingle. Von allen Charakteren wirst du Jane Doe am meisten enjoyen. Eigentlich geht das gar nicht, weil das Stunner existiert schon. Jingle macht einfach zu viel Spaß. Was hältst du von Chingy? Ey, wie lustig. Ja, die macht super viel Spaß. Heute noch 100% bis 22 Uhr, wenn ich es jetzt eventuell um 17 bin. Sollte easy gehen, oder? Keine Ahnung. Dann gehe ich aber nachher und schon wieder bei irgendeinem Namen werden, weil ich bin so gebannt. Ja, viel zu wenig. So, ich glaube, das ist besser, wenn das auf Stunner bleibt. Oh, und ich habe die Mission geschafft. So lange. Das kann ich denn vor allem. Das sind die einfachen. So die, über die sich die Leute beschwert haben, dass sie zu einfach sind. Weißt du? Ja. Da sieht man, wie kacke Corrin ist. So, Corrin ist wirklich, ich weiß nicht, warum dir Frosch Corrin empfohlen hat, aber sie ist so mit Billy zusammen so, also, sie gehört zu den schlechtesten 3 Charakteren im Spiel. Schade. Also, du, Anton ist besser, aber er ist halt mega clunky und deshalb. Also, Anton macht einfach überhaupt gar keinen Spaß. Eine Mann für Anton. Hat dir Anton Spaß gemacht, Jingling? Nee, ja, der ist wieder doch wirklich ass. Ich mag nicht mehr sein Character Design. Er ist so langweilig. Er ist dann einfach irgend so ein Dude. Oh wait. Was ist?
Nee, ich muss mal schauen. Oh mein. Bro, das kann nicht sein. Dass es Action noch mit reingezählt hat. Ich habe den gekillt, aber es zählt noch mit rein. In die Zeit, die Animation danach. Hurensöhne. Der, ich war eine Sekunde vorher fertig, aber es hat noch 2 Sekunden weiter gezählt. Holy shit. Alter. Ah, Bro, Hurensöhne. Ja, stell dir jetzt vor, da wäre jetzt so eine saftige Jane Doe und keine Corrin. Ja, wäre nice, I guess. Hm, natürlich wäre das nice. Seit vorgestern wissen wir auch, dass du sie äußerst ansprechend findest. Ne, gestern war das, oder? Ne, war das vorgestern? So vorgestern. Weiß nicht. Ich habe die Tits gesehen, dachte mir, boah, das sieht gut aus. Dann habe ich die Ohren gesehen, dachte mir, nevermind. Ja, das war vorgestern. So, Digga, es tut mir leid, aber ich hasse Mäuseohren einfach. Es ist so hässlich. Ja, ich auch. Ich hasse sie auch. Aber ich mag große Titten. Mhm. Was? Das habe ich nicht gesagt. Nein. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Jane Doe, wirklich. Ich fühle das Charakterdesign. Ich weiß nicht wieso. Ich mag's halt echt überhaupt nicht, außer die Proportion. Ja, das ist nicht mal das, was ich an dem Charakterdesign so gut finde. Doch, ist es vielleicht. Ist eine gute Chance, dass es so ist. Ich glaube, viel mehr hatte ihr Charakterdesign noch gar nicht, oder? Eben. Vielleicht noch den Szene-Cake, aber ich mag's gar nicht, wenn's zu fett ist. Ja? Der ist wirklich insane. Was ist da? Keine Ahnung. Aber wie schon gesagt, Mihoyo kocht mit dem Spiel nicht, sondern sie backen. Sie backen sehr viele Quills. Warum jeder Charakter hat einen nice Cake, muss man zugeben. Fast jeder. Well done. Fast jeder. Zum Beispiel Lycan oder so nicht. Wer nicht? Ja, Lycans Cake enjoy ich jetzt nicht so, aber... Er ist auch ein Dude. Ist er wirklich? Ich meine, ist er. Ich meine, du kannst ihn als Typ bezeichnen, aber ich meine, sieht der wirklich aus wie ein Mensch? Nein, eben. Das ist der. Ich glaube, er hat kein Geschlecht. Doch, safe, er ist safe ein Dude. Aber, Digga. Ich hasse Lycan. Wait, das ist W-Engine? Oh no, ich hab's falsch gemacht. Das ist ja nicht so schlimm. Aber nee, warte, von dem hat man viel zu viel immer. Also eigentlich... alles gewastet. Das ist Character XP, ne? Ach, das war Character... das ist Character XP. Du kannst auch Artifact XP mal holen, das finde ich cool. Ja, ich hab sowieso noch gar keine Artefakte freigeschaltet. Doch, natürlich, aber halt nicht die S-Ranks. Ich kann überhaupt in eine Artefakt-Domain rein. Warte. Wirklich nicht?
so, das wäre mir jetzt neu. Also, weißt du da, wo der... Doch, ja, wahrscheinlich. Doch, da kannst du rein. Ja, da wo der Abyss ist. Ich bin keine Ahnung, wo der Abyss ist. Beim Outpost. Und dann rechts steht so ein Typ. Dem kannst du reden und dann kannst du in eine Domain. Lass ich mal kurz nachschauen. Wait, what the fuck? Warum ist hier Cutscene? Anyways. Sixth Street? Ne, das ist es nicht. Ist es Outpost? Ja, ja, hab ich ja vorhin gesagt, Outpost. Inner oder Outer? Wollen wir mal das. Los, haben wir die zwei Bahnen. Der Outpost ist so klein, dass es keine Rolle spielt. Warum kannst du dich dann unterschiedliche Stellen teleportieren? Das ist ja übel stupid. Ja, wie klein der Outpost ist. Ja. Rechts sitzt ein Typen. Hallo Zero, ich hab's nicht mal freigeschaltet. Wow. Das ist aber nicht der Abyss. Und das ist auch nicht das. Die Domain. Rechts ist ein Typ. Rechts. Oh, der steht tatsächlich noch nicht da. Hm. Das ist krass. Bisher. Vielleicht musst du auch erstmal Hollow Zero spielen, das könnte auch sein. Hab ich schon. Hast du nicht? Ich kann nicht mehr spielen. Guck. Digga, du hast es nicht geschafft. Schau doch, es ist ein von zwei Punkten. Du hast das zweite. Oh. Ja? Was musst du machen? Ja, was musst du machen? The Arts of Digga, Warlight. Wie wenig weit willst du? Holy shit. Ja, ich hab das Spiel nicht gespielt, das weißt du auch. Ja, ich habe aber nicht gedacht, dass du es so nicht gespielt hast. Ich habe da vielleicht 10 Spielstunden drin gehabt. Okay, das ist dann nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich habe mir am Anfang die Sachen durchgelesen, im Vergleich zu dir. Ja, also wer tut sich das an? Ich hätte gehofft, dass sie echt schon eine gute Story gemacht haben hier. Wo? Ich dachte, die hätten hier mal eine gute Story reingebaut wie ein Genshin. Hä, wieso? Ich hab Jane Doe Story habe ich komplett gelesen. Ja, aber den Anfang nicht. Wie? Den Anfang der Story. Ah, ja. Der ist, also, ich hab so Stichworte und das war kacke und dann habe ich nicht mehr gelesen. Okay, ich so, mach die Quest sowieso nicht weiter. Ich würde das mal aufhören. Ich brauche keinen Bock mehr. Du hörst auf? Ja. Ich habe schon die ganze Zeit Rückenschmerzen. Dann gute Nacht, I guess, oder? Nö, ich gehe nicht schlafen. Ja, ja, aber du bist krank. Du solltest schlafen gehen. Ich habe bis 14 Uhr geschlafen fast. Ja. Oh, mein Rücken. Schuldi liegt es dann nicht daran, dass ich jetzt vielleicht krank werde. Ich glaube, es ist eher, dass ich krank werde gerade oder irgendwas. Weil ich hatte nicht diese Probleme bis vorgestern oder gestern. Na, Stream beende ich jetzt auch erstmal.